Michael von der Band Moselle. Herzlich willkommen bei Gitarrentester im Proberaum. Und ich habe euch heute eine wunderbare alte Gitarre mitgebracht, die Wolfgang Hüttel Combo aus den 50er Jahren. Vorder- und Rückseite in schwarzem Nitrolack lackiert. Die Kanten, die Umrandungen in Natur. Ein Palisander Griffbrett mit 22 Bünden und den original alten Mechaniken. Nachträglich sind zwei Little Toaster eingebaut worden, die Brücke abgesenkt, weil die alten Gitarren hatten eben sehr hohe Seitenlagen, die man heute nicht mehr spielen mag. Throttle Switch, der umschalten kann, und ein Volumen- und ein Ton-Control-Potentiometer. Bevor wir uns das jetzt gleich anhören, bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren. Auf der rechten Seite hier unten findet ihr eine Möglichkeit. Es würde mich sehr freuen, ihr könnt Kommentare abgeben und Fragen stellen. Ja, wir leben natürlich davon, dass wir wissen, ob das, was wir tun, auch sinnvoll und richtig und gut ist. Wir hoffen das, nicht? Wir machen das gerne. So, also hören wir uns mal den Hals-Pickup an. Dann mal den Bridge Pickup. Und jetzt mal beide Pickups zusammen. Naja, und jetzt hören wir uns das Ganze mal mit meiner Band Moselle an. Wir haben für euch den Song Reichsein vorbereitet. Und ja, vielleicht gefällt es euch, uns auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns bald wieder bei der nächsten Gitarre, die wir dann vorstellen. Okay, bis dann.